Hallo zu einer neuen Folge. Wir sind mal wieder im Blood Bowl-Bereich unterwegs und ich habe hier eine Liga gefunden von deutschen, ja, Leuten, die ein bisschen Blood Bowl gegeneinander spielen zum Spaß. Und wir treten hier gegen den Chipmunk an. Hallo Chipmunk. Oh, meine Lieben. Und ich habe gerade mal die Liga so durchgeblättert, weil ich bin jetzt neu in der Liga. Ich habe einen Slot übernommen, die läuft schon ein bisschen und mit einem neuen Team eingestiegen und geht gegen das zweithöchst bewerteste Team. Also nur die Bewertung, die Platzierung ist eine ganz andere. Nee, ich rede von der Bewertung in dem Fall. Ja. Ja, mal sehen. Wir haben jetzt dadurch natürlich jede Menge, ne? Jede Menge Portokasse. Kann man überlegen, was ich davon haben will. Es geht gegen Dunkelelfenwand, oder? Nee, Hochhelfen. Hochelfen. Es war ein Elfenteam und ich habe auch schon bei dir ein bisschen reinspioniert. Du bist sehr auf Passspiel ausgelegt. Deswegen die Frage so ein bisschen, wen brauche ich denn da? Achso, und ich spiele Nekromanten. Das ist vielleicht noch ganz wichtig für die Zuschauer. Was natürlich bedeutet, die fallen nicht so schnell um und ein paar von denen können sogar ganz okay laufen. Puh. Puh. Oh, das ist, glaube ich, gut. Jo, das ist gut. Nehmen wir den auf jeden Fall. Den brauchen wir nicht. They've got so many twerps coming through on Twerperbob. I've known twerps all my Ich life, glaube, ich mag Joe. von dem einfach. I don't Oh, see da muss ich why aber I selber gotta bezahlen. take notice Dammit, of das ist them nicht now. im Plan. Dann nehmen wir vielleicht nur so einen. Erstmal nehmen wir das mit auf jeden Fall. Blutweißer Babe. Jo. Und, boah. Nehmen wir eine davon mit. Mal sehen, was wir damit was anfangen können. Oder habe ich da sogar noch? Da kannst du doch mal einen Budweiser holen, oder ich weiß nicht, ob Stimmt. du noch bei den Kommanden bin ich mir nicht ganz sicher, ob du noch mal irgendwas zu einer Apotheke oder irgendetwas ähnliches, noch mal Nee, ein ich Igor. hab keine Apotheke. Ich habe gerade schon Ja. alles durchgeguckt. Ich habe nichts, was in Richtung Apotheker geht. Und, doch, Igor, Entschuldigung, vollkommen richtig. Kaufen wir doch lieber das. Ich bin zu langsam. Ja, ich. So, was jetzt? Sehr schön, sehr schön. Das geht, du warst nicht zu langsam, das ging perfekt auf. Ich habe selber mal eine Weile lang Nekromanten gespielt. Sind sehr toll, aber die Regeneration ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich hatte da wirklich mal in einer Season, da kamen sie extra meine Spiele schauen, weil ich hatte 21 Verletzungen aneinander, die nicht regeneriert wurden. Aber das bei einer 50-50-Chance. Da kam sie regelmäßig und die ganze Season waren es 28 Verletzungen, die nicht regeneriert wurden und 21 in Folge. Das ist natürlich bitter. Das ist dann Ja. ziemlich. Die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, Ja. das ist schon fast Das mathematisch bei einer unwahrscheinlich. 50-50-Chance, das finde ich noch verreckt. Also es ist ja nicht so unwahrscheinlich. Und das zweite ist halt, du kannst dir nicht aussuchen, bei wem es regeneriert. Also kannst du dir schon vorstellen, auf den Werwölfen passiert es nicht, außer auf Ja. den Zombies passiert es Die logischerweise. Zombies stehen immer wieder auf, wo du so denkst, scheiß Ja. auf den Zombie. Ja. Ja, also wir haben uns hier einen Starspieler geholt und dann noch ein bisschen Zusatz für die Mannschaft, damit die hoffentlich besser performt. Will ich erst angreifen oder erst verteidigen? Probieren wir mal so. Erstmal mit dem Angriff. Vielleicht können wir ein bisschen was ausdünnen vorher. So unwahrscheinlich ist das nicht. Wen haben wir? Da haben wir. Achso, du musst erstmal dran umstellen. Ich gucke gerade mal, wie meine Aufstellung. Also, meine automatische Aufstellung ist ja komplett durcheinander. Ja, du kannst dir Aufstellungen speichern. Ja, das sehe ich dann vielleicht. Weil ich habe jetzt Starspieler drin, da ist die Aufstellung speichern vielleicht gar nicht so gut. Also, die Elfen haben die Angewohnheit, dass sie im Prinzip nicht anzubatschen sind. Die laufen ja aus allen Tackle-Zonen raus und am Ausweichen und sowas. Also. Ausweichen habe ich nicht so oft, Stimmt, weil ich aber du. musste letzte Season gegen einen Haufen Zwerge spielen und dann macht's
Ausweichen nicht so großartig sind, ehrlich gesagt. Ein paar von deinen Ballträgern oder die Leute, die häufig mit dem Ball haben, haben schon Ausweichen. Aber ja, die haben einfach nur vier Geschicklichkeit. Korrekt. Was natürlich dann dazu führt, dass man sie schlechter festhalten kann. So. Ja, das ist so, ja. Ich will ich nicht davon haben. Und die irgendwie auch nicht. Ich greife ja an. Die Frage ist, wie ich dann den ganzen Angriff aufbaue. Ich bin übrigens damit jetzt, ich glaube, das zweite oder dritte Mal spiele ich offiziell gegen, oder spiele ich wirklich gegen Menschen. Ja. Was vielleicht dann auch erklärt, warum ich noch nicht so firm bin, wie das alles online läuft. Deswegen, wenn ich irgendwelche Fehler mache, tut's mir leid. Ich versuche es nicht zu tun, es nicht absichtlich. Denn kein Problem. Wenn du eine Frage hast, so freundlich bin ich gegen Neuansteiger, dass ich da auch das wahrheitsgemäß beantworte. Dankeschön. Ich versuche. Moment. Ich kann nicht zählen. Ich versuche das symmetrisch zu machen. Wieso geht denn das nicht auf? Irgendwie kommt das nicht hin. Ja. So viel dazu. Also tendenziell ist ja unser Werwolf unsere schnellste Unit. Die kann also relativ weit hinten stehen. Die will ich als Backup nehmen. Ich will natürlich nicht, möglichst nicht allzu schnell überlaufen werden. Ja. Und wir haben als Reserve noch einen Zombie. Hat der irgendwas? Nein. Der hat nur eine Aktion. Okay. Gehen wir mal damit. Wird schon klappen. Mein Ziel übrigens für das Match ist eigentlich nur, vielleicht nicht komplett untergebuddert zu werden. Modifikator von mir. Schon mal nicht schlecht für dich. Ja, wollte gerade sagen, ich habe gesehen, du bist ziemlich aufs Passen ausgelegt. Gut, das muss man mit hochhelfen. Die sind. Von daher ist das ganz nett für mich. Ja, mache ich jetzt einen Zweier. Boah. Sehr schön, klappt das schon mal. Machen wir hier erstmal Platz. Jetzt so ein bisschen die Frage, wie wir das Ganze angehen. Bin schon mal dagegen, dass du viel läufst. Ehrlich gesagt. Stellen wir dich schon mal in die Nähe. Und dich am besten auch, bevor ich hier irgendwas mache. Das habe ich gelernt, immer die weniger gefährlichen Sachen zuerst tun. Sprich, wo man möglichst nicht würfeln muss. Ich habe natürlich erstmal mit Tackern angefangen. Das ist ja. Weil eigentlich jede Würfelaktion kann schief gehen. Ja, wie das? Eben. Und ich habe nur zwei Wiederholungswürfel in 8 Zügen. Oh, ich würde aber trotzdem gerne den Ball haben. Och, dammit. Ach, dammit. Ja gut. Nicht so viel passiert. Natürlich den Vorteil von meinen zwei Stärkeren in der Mitte, dass die auch noch robust sind. Und die Zombies sind einfach nur so ein bisschen Kanonenfutter. Ah, da gibt es schon den ersten Rüstungsbruch. Was in dem Fall bedeutet, dass er eine Runde länger ausgenockt ist und nicht Runde aufstehen kann. Ja. Ach so, was wir hier eigentlich spielen. Wir spielen eigentlich so eine Art Football im Warhammer-Universum. Weiß nicht, wie viele Menschen Blood Bowl kennen. Eigentlich ist das schon so ein Nischenspiel. Ich erwarte jetzt schon fast, dass der Ball aufgehoben wird und schon von mir weggetragen. Gut, so einfach ist das auch wieder nicht. Ich sage, ich erwarte fast. Nicht meine Ghule. Die haben dir auch nichts getan. Und sie wissen nicht, wie man Helme aufsetzt. Der Starspieler hat ja lang gehalten.
Ah gut, der kann wieder kommen, der kann wieder kommen. Ja, aber der hat Ball entreißen, deswegen habe ich ihn überhaupt draufgelassen. Das ist natürlich super praktisch gegen Lauf- und Geschicklichkeit-intensives Team. Da kann man auch Gegner wegschubsen und die lassen den Ball fallen. Jetzt wird es damit deutlich schwieriger, dir den Ball abzunehmen, wenn du ihn einmal hast. Oh, doppel ausweichen. Oh, da haben sie es nicht gekriegt. Das ist eigentlich das Ziel eines Elfenspielers, dass er im Schluss der Runde kein mehr dran stehen hat. Ja, aber dann muss ich einen sogenannten Blitz benutzen, den habe ich noch einmal pro Runde. Das macht's mir gut. Natürlich. Den Blitz würde ich, wenn es möglich ist, sowieso immer benutzen. Ja. Ich hatte den auch noch vor, letzte Runde zu benutzen. Ja, das bin noch nicht dazu gekommen. Das ist so ein bisschen das Problem dabei gewesen. So. Gegen den will ich schon mal nicht gehen, nicht so gerne. Das wäre der einfachste Angriff. Ist aber natürlich auch am weitesten weg. Vielleicht nehmen wir erstmal die Leute von hier drüben mit hier ran. Loose ball is a dangerous ball. The player needs to secure it. Fast. Und laufen ein bisschen weiter rum. Du kommst auch noch mit. Und die stellen wir einfach nur dahin, damit du den Ball mit bedrohst, denn je mehr Gegner drumherum stehen, desto schwieriger ist es, den Ball aufzuheben. Ich vermute, mein Zombie wird nicht mehr schnell genug sein, um irgendwo anzukommen, sinnvoll. Mal sehen, ob ich noch dazu komme, den hier hinten einzusetzen. Ich setze mal als Absicherung nach... Oh, das war nicht keine gute Idee, fällt mir gerade so auf. Bitte schaff's! Jawohl. Sonst hätte ich mir gerade selber im Weg gestanden. Ich will dahin. Ach, damit. Oh, jetzt wird's spannend. Aber wie riskierst du das? Okay. Mal sehen, was passiert. Nein, ich will natürlich nicht fangen. Auch nicht. Okay, ich sage mal, er liegt nicht schlecht. Er ist zumindest nicht mehr in deinem Cage drin. Das habe ich damit erreicht. Nee, ich will jetzt nicht gegen den Block angreifen, so unbedingt. Und laufen ist auch nicht mehr. Gucken wir mal, was passiert. Und er liegt jetzt in dem Einflussbereich meiner zwei Großen, was so ein bisschen einen guten Chipmunk dazu zwingt, mit denen sich zu beschäftigen in irgendeiner Form. Oder drumherum zu spielen. Das ist natürlich von Vorteil, wenn ich jemanden zwinge, sich mit diesen zu beschäftigen. Wenn ich dir übrigens zu viel rede, musst du sagen, ich kann mich auch muten, während ich vor mich hinbrabbel, ne? Passt. Hier habe ich zum Beispiel standfest gewählt, damit ich einfach auf dem Weg rumliege und dort keine Öffnung ist. Ja, das ist schon gut, aber der musste fallen, damit ich überhaupt eine Chance habe, in den Ball ranzukommen. Ja, der Ghoul ist schon flinker, als man meinen mag manchmal. Oder geschickter. Halleluja. Ach, dammit. Jetzt. Oh, dammit. Ach, zum Glück nur gestunt. Damit habe ich niemanden mehr im Ball. Ja, das ist die Achillesferse des Nekromantenteams, die Ghule.
weil die keine Regeneration haben und nur Rüstung 7. Das heißt, stimmt, wenn jemand kaputt geht, dann die. Ich habe mich schon gefragt, weil ich mir die Stats angeguckt habe, die sind aber relativ klein und haben trotzdem Stärke 3 und können auch ein bisschen laufen. Aber ich habe nicht realisiert, dass Regeneration natürlich bei denen nicht drauf ist und das der Nachteil ist. Mit einer niedrigen Rüstungswert dabei. Das einzige Positive ist, hier steht jetzt eine ziemliche Wand von Spielern, wo deine natürlich nicht einfach so durchlaufen können. Sprich, es ist unwahrscheinlich, dass du auch einfach so an den Ball kommst, diese Runde zumindest. Da will ich nicht liegen bleiben, ich will hier mal ein bisschen durchmischen. Oh, Moment mal. Oh, da habe ich falsch interpretiert, wer wen angreift. Hoppala. Aber das ist natürlich, ne, meine großen Jungs sind von vielen Gegnern umgeben, genau das soll ja passieren. Und weg. Das ist bitter. Das ist bitter. Eine 1 gewürfelt bei einem 6er Würfel und dann auch noch K.O. Damit ist wieder Ausgleich auf dem Feld. Lass mal unter Jungs wieder hochholen. Nee, ich will mit dir nicht blitzen, danke. So. Komm, jetzt komm ich doch noch zum Ball. Hätte ich nicht gedacht. Das ist okay, da ich Blocken habe. Ah, du kannst Ring benutzen, ne? Ja. Okay, da sind sie beide down, aber das ist okay, da hat er zumindest keine Attack Range mehr. Ja, das ist, den habe ich eigentlich, das ist mein Ballentreißer. Sozusagen. Puh. Achso, mit dem geht das. Mit dem geht das hoffentlich zum Blitzen. Oh, ja. Nice. Oh, nice. Die Würfel sind geholt. Jo. Sind sie wirklich gerade? Naffe mag mich anscheinend heute. Ja, nur nicht zu früh, Freunde. Naffe ist launisch. Das stimmt. Wir können es auch noch versuchen, hier den Ball aufzuheben. Mal sehen, ob es diesmal funktioniert. Haben wir ja bis jetzt noch nicht einmal geschafft. Ach, was soll's. So viel zu Naffel. Aber das Thema auch abgehakt. Also, irgendwie hat der Werwolf Butter an der Finger heute. Ach verdammt, da ist aber auch gut gewürfelt. Moment. So, jetzt sind meine Spieler frei. Ach, du hast keinen Blocken gehabt. Ja, wenn darum habe ich Ringen, dass ich ja, da. Ja, damit es keinen Turnover gibt, klar. Das ist natürlich. Ja, und auch, dass ich da meine Leute befreien kann. Ja, ja, aber. Ist ja dann trotzdem. Muss nicht neu würfeln und hast keinen Turnover. Das ist sehr von Vorteil. Ja. Tja, da hätte ich vielleicht doch neu würfeln sollen fürs Ball aufheben. Bisschen bitter. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Ausweichen und Ball aufheben. Ja. Ah, bis jetzt werden sie bloß rumgeschubst, die Zombies. Damit können sie, glaube ich, ganz gut umgehen. Da kommt das Passspiel aufgesetzt. Ich sehe es. Ich sehe es. Ja, der ist auch. Der hat auch noch Fang geskillt. Schweinerei.
call it stealing if I cared about that kind of thing. Und ich krieg nicht gehalten. Ach, ich krieg nicht gehalten. Da ist schon mal das Pass. Jetzt wird's schwierig, da noch mitzuhalten. Weil so schnell bin ich dann doch nicht in meinem Laufspiel. Und nee, hab nicht so viele freie Stellen. Deswegen erstmal hier versuchen, den Läufer ein bisschen zu halten. Und vielleicht auch in der Zukunft versuchen, ein bisschen andere Leute zu halten. Puh. Für den Fall, dass wir doch nochmal irgendwann dazu kommen zu spielen, auch wenn es jetzt schon relativ nah an der Endzone ist, werde ich jetzt versuchen, damit wohl den Ball zu kriegen. Nope, nicht so. Dann halt so. Ach, dammit. Oh, besser. Deutlich besser. Will ich jetzt noch zum Ball gehen? Naffel sei mir hold! Toll, da kriege ich den Ball hin. Sehr gut. Sehr schön. Da haben wir jetzt zum ersten Mal in dem ganzen Match einen Ball aufgehoben. Ich denke, ich bin sonst eigentlich erstmal zufrieden, wie das steht. Weiter wegtragen kann ich den jetzt noch nicht. Ich hätte versuchen können, noch einen Pass zu spielen, aber das ist sehr riskant. Ich habe niemanden, der sinnvoll fangen kann, geschweige denn werfen. Und wir hatten ja auch noch den Modifikator durchs Licht, durchs Wetter. Minus 1 für alle Passwürfe. Ein paar Stellen sind, glaube ich, nicht so einfach zu befreien aktuell. Du stehst relativ verteilt. Ach, damit. Put some pressure on the ball, Perry. Move quicker. Juhu. Hat mal jeder ein Füßchen lang gemacht. Aber leider nur einmal. Verdammt, hast du auch nur noch einen Wiederholungswurf. Der nächste K.O. Und das ist ein Werwurf, das ist bitter. Das ist einer der wenigen, die wirklich gut laufen können bei mir. Wirklich wieder. So, jetzt habe ich die Chance. Der Ball liegt sehr offen und ich habe einen Ghoul in der Nähe. Das ist die zweitbeste Einheit zum Laufen bei mir. mit der was anzufangen. Ich will, glaube ich, nur, bevor ich das mache, ein bisschen Leute drumherum aufstellen. Oder ich gehe darauf, dass ich das hoffentlich hinkriege. 2 von 3. Und stell danach nach dem Laufen die Leute auch. Aber das ist halt das... Boah. Der Ball ist mir zu gefährlich. Zumindest einen will ich dort schon mal in die Nähe des Balls stellen. Nope. Bälle aufheben ist nicht meine Stärke. Bälle aufheben ist nicht meine Stärke. Vielleicht hätte ich doch erstmal mit meinem Big Guys ein bisschen spielen sollen. Yeah.
Oh Gott! Herzlichen kommt Glückwunsch. Nee, er kommt nope. Ja gut. Die sind billig, die sind billig. Das ist zum Glück nur ein Zombie. Ja. Moment mal, ich habe ja noch ein Ego, den ich benutzen kann. Nicht für den. Für Zombies würde ich den nicht benutzen. Ja. Damit haben wir einen Zombie weniger. Müssen wir uns also in Zukunft damit abfinden. Moment mal, ich hatte sowieso noch einen in Reserve. Zumindest heute, weil ich den Starspieler dabei hatte. Also heute bin ich dann zumindest gesegnet, aber die nächsten Runden muss ich mal sehen, wie ich das irgendwie ausgleiche. Aber Zombies sind eh nur zum Auffüllen. Das ist schon okay. Ja, der wird der einer ersetzt. Den kannst du ja immer vorne in die Linie stellen zum Verprügeln lassen. Ja. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Das Abholen ist auch gemein, ey. Na, so verbrauche ich keinen Blitz. Ja, und das ist. Ist echt fies für. Fürs wieder hochkommen. Und hast du genug Bewegungspunkte, um ihn wegzuhauen und dann noch? Oh, das könnte sein. Da könnte der Touchdown kommen. Wenn du ihn noch aufgehoben kriegst. Und der nächste Rüstungsbrecher. Aber du betäubt. Na, versuchst du es? Das ist immer so die Frage. Sehr ja, ich stehe eigentlich verdammt schlecht. Ich muss es versuchen. Da ist der dritte Wiederholungswurf weg. Jetzt hat's geklappt. Aber wohl verdient. Ja, das Ding ist, meine Spieler stehen so schlecht und das zweite ist jetzt noch, jetzt bin ich am Rand gefallen. Das heißt, der Ball kann rausgettern und der kann dann irgendwo auf dem Spielfeld landen. Ja, das stimmt. Der wird dann, ich glaube, in meine Hälfte random reingeworfen, ne? Ja. Ja. Das kann, wenn du Pech hast. Ah, deine Jungs kommen wieder. Jupp, meine Leute sind nicht mehr K.O. Das ist natürlich vorteilhaft, zumindest das ist das Positive an dem Touchdown. So, aber jetzt muss ich natürlich. Ne, ich krieg den Ball und hab noch 3 Runden. Wir machen das, glaube ich, mal andersrum. Und schicken die dahin. Und bauen. Jetzt habe ich wieder einen. Ich kann irgendwie wieder nicht zählen. Anscheinend. Mann, ich habe ihn nur hier mal alles hingestellt. Na, wir können die schon mal ein bisschen im Hintergrund halten. Halten die mal ein bisschen da so. Und damit sind wir, denke ich, fertig. Der eine Zombie ist als Absicherung dahinter. Ein weiterer Wiederholungsruf, das ist natürlich sehr angenehm. Das ist nett, ja. Ja. Damit habe ich noch einen für die letzten 3 Runden. Du leider nicht mehr. Was haben wir? Wir haben einen Block auf jeden Fall. Da haben wir keinen Block. Aber da haben wir andere Probleme. Aha. Das geht. Kommt man nicht so einfach durch, hier auch nicht, das ist ganz gut abgeschirmt. Bauen wir doch mal eine Richtung auf. Versuchen wir den Wurf nochmal. Damit. Nur zu einem Blocker. Jawohl.
Und du läufst schon mal zum Ball, weil ich vermute, wir werden uns gleich wieder um den Ball prügeln. Dann wäre es doof, wenn wir dort Schwierigkeiten haben. So, und auf zum Ball. Vielleicht schafft er das mal. Jawohl, wir haben den Ball aufgehoben. Fantastisch. Der hat keinen Abroll, der hat keinen Abrollen. Sehr schön. Dann kann ich mich doch hierhin bewegen. So. Fühle mich damit relativ sicher erstmal, dass ich meinen Werwolf zurück habe. Der hat einen Ball und ich habe sogar ein paar Leute drumherum stehen. Und die Leute, die direkt dran liegen, haben kein Abrollen. Das ist bitter. Das ist bitter. Versuchen wir erstmal zu laufen. Ich denke, durch die Formation kann ich mich dort hinstellen, sonst wäre es ein bisschen gefährlicher am Rand zu sein, weil wenn man rausgeschoben wird, wird immer ein Rüstungsbruch gewürfelt. Ja. Weil man dann in die Zuschauer fliegt und die einmal verprügeln. Genau. Die sagen, jo! Da haben wir doch Spaß dran. Was ist denn eigentlich mein Starspieler für ein... Soll das... Warum hat der 4 Sterne? Das ist ein Camry. Ah, der gehört gar nicht zu meinen... Ich habe gerade gewundert, nee. was das für eine... Du hast einfach als untoten Spieler Zugriff auf ihn, gehört sozusagen nicht zu deiner Gasse. Oh nein! Das wollte ich gar nicht. Egal. Natürlich nicht. Ich wollte mich da hinstellen, ich habe wirklich gerade nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Gib nur zu, dass du frustriert bist und das einfach an diesem, an Albrecht von Wallenstein aus. Ich mag Albrecht einfach nicht, ich hoffe, du heißt jetzt nicht Albrecht, aber ich wollte gerade sagen, ich mag den Namen einfach nicht. So, und mit dir machen wir jetzt nochmal hier einen Blitz. Einfach nur, weil wir können. Der sogar erfolgreich ist, sehr schön. Und da folgen wir mal. Oh ne, wir wollen nicht ausweichen, mit einem Camry, der eine Geschicklichkeit von 2 hat. Das wäre dann doch etwas ambitioniert. 50-50 Chance. Oh, und mit meinem Big Guy will ich nicht bei Gleichstand in der Stärke angreifen. Was wichtig zu beachten ist, ist, wenn sich viele Spieler um einen Spieler sammeln, ne? Wenn ich jetzt mit dem hier den Wilhelm angreifen würde, wenn ich mit Chris Kiefer Wilhelm angreife, bekommt er Unterstützung durch Arminius. Wodurch die Stärke, die eigentlich für mich sprechen würde, kriegt er eine Stärkepunkt Bonus und dann habe ich nur noch einen Würfel anstatt 2, weil ich nicht mehr erhöhte Stärke habe. Also eine höhere als er. Oh. Da kommst du echt rum? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das mit dem Viererstärke, das ist bitter. Ohohoho! Ohohoho! Da hat unser Remus Lupin einfach nicht den Ball halten können. Aber ich glaube, für Bälle halten war er auch nicht berühmt. Nein, nicht Marco Made. Lass doch Marco Made stehen. Chris Kiefer, halt ihn! Ach. Chris Kiefer und Sebastian Schnell schaffen beide nicht, einen festzuhalten. Ey. Ah! Ich muss bloß mal meckern hier, Chris Kiefer. Ja, nur
kurz oft genug beschweren und dann geht's mal. Einfach mal richtig meckern und dann läuft es schon. So, du wolltest mich jetzt hier taggen, ja? Habe ich das so verstanden? Nee, ich bin einfach nur vom Rand weg, dass du mich nicht so leicht rausschieben kannst. Ach so. Und ich dachte, du wolltest hier, dass mein guter Blocker nicht mehr laufen kann. Ah, der heißt Tulsa. Also, ich habe gerade gewundert, ich habe noch niemanden Tulsa Doom genannt, aber der heißt natürlich so, weil ich den eingekauft habe, glaube ich, als Backup, als weiteren Blocker. Aber ich glaube, sonst habe ich nur einen Blocker, das ist ein bisschen blöd ist. Komme ich da überhaupt hin? Oh. Dazu muss ich das machen. Das wäre natürlich blöd. Wie mache ich das jetzt? Ich bin ein bisschen überfragt gerade, wie ich meine Spieler platzieren will. Da ich ein bisschen das Problem habe. Ja, das ist eh dein letzter Zug. Stimmt. Von dem her. Na, dann auf die Fresse, wa? Ja, genau. Weil in Touchdown-Reichweite komme ich eh nicht mehr. Es nützt dir auch nichts, wenn du nur in Touchdown reichst. Du müsstest jetzt den Touchdown machen. Ich meine mit Touchdown-Reichweite, ich komme nicht mehr in die Endzone mit dem Ball. Das ist, danke für den Hinweis. Dann können wir es auch hier beenden, glaube ich. Weil sonst, am Ende verletze ich nur einen von beiden. Achso, ich hätte meinen Werber vielleicht noch aufstehen lassen können, aber ich glaube, obwohl du agil bist, solltest du es auch nicht schaffen, mit dem Ball bis dahin zu laufen. Nee. Ich habe da zu wenig Bewegung. Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Völker, die das können. Von da, ich hätte jetzt in meiner letzten Runde jemand in Touchdown-Reichweite bringen können, aber da ist mir das... Der nächste K.O. Also ich glaube, mein Symbol kommt schon ganz gut hin, wenn ich so sehe, wie häufig meine Leute K.O. gehen, ey. Die liegen viel rum. Und ich dachte, die wären relativ robust. Aber es hält sich in Grenzen. Die Großen sind relativ robust. Da haben sie bloß Stärke 4. Ich bin etwas überrascht, dass mein Khemri sogar eine Reichweite von 8 hat. Normalerweise sind Khemris mit die langsamsten Völker. Ja, Khemris sind extrem langsam. Dann kommt aber auch zurück. Kommt meiner auch zurück? Nee. Okay, dann bin ich jetzt, glaube ich, einem Nachteil ein Spieler, ja, in der zweiten Hälfte. Und du bekommst den Angriff. Du bekommst den Angriff. Wir machen das mal anders. Wir haben ja 4er Stärke stehen. Was bedeutet, wir haben eigentlich einen relativ guten Stand, bin ich der Meinung. Ja, das ist eigentlich die Aufgabe der Golems. Stehen bleiben und stören. Mehr machen die eigentlich gar nicht. Ja, ab und zu können sie auch mal zuhauen, aber ja, die sind halt... Ja, aber eben, eigentlich sind die eigentlich nur da, um einfach zu stören. Ja, und ich muss ein bisschen darum spielen, weil sie nicht so wahnsinnig schnell sind, dass ich die irgendwie zwinge, in deren Nähe zu sein. Wobei, die haben eine Reichweite von 9? Nee, der Rüstungswert, eine Bewegung von 4. Entschuldigung, ich habe mich vorhin verschaut. Ja, die Camry hat auch nur eine Bewegung von 6 und nicht von 8, ich wollte gerade sagen. Es könnte sein, meistens die Starspiele haben meistens etwas Besonderes. Also wir haben hier einfach mal mehr oder weniger eine Linie Ball aufgebaut. Ja, wo ich hoffe, dass du nicht so einfach da durchkommst.
Aber sie ist natürlich sehr dünn. Ja, also durch die Mitte wird schwierig für mich. Ja, aber die Zombies sind die Schwachpunkte, ne? Die Zombies. Also das heißt, ich muss über die Flügel gehen. Tatsächlich die Zombies noch weiter rausstellen sollen, dann wäre es ein bisschen umständlicher geworden. Aber ich habe ja noch meinen Backup voll aus Ghoulen und einem Werwolf. Der Werwolf hat ein bisschen die schwierige Angewohnheit, Eigenschaft, Rasen zu haben. Das heißt, wenn ich jemanden wegschiebe, geht er immer hinterher, oder generell, er geht immer hinterher. Und wenn ich jemanden wegschiebe, habe ich auch einen zweiten Wurf. Genau. Was mir gegen die KI schon häufiger zum Verhängnis geworden ist, weil ich dann plötzlich in den Gegnerhaufen reingeschoben habe und dann plötzlich mal rote Würfel kommen, wenn man in der Stärke unterlegen ist zum Beispiel. Aber es kann auch vom Vorteil sein. Ja, es kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn man den in einen eigenen Haufen reinschiebt und dann nochmal einen guten Wurf kriegt. Oder du kannst so jemand besser auch rausschieben aus dem Feld. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Es sind schon zwei Felder im Außenbereich gefährlich. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass wenn ein Spieler rausgeschoben ist, er immer bis zum nächsten Anstoß raus ist. Auch wenn er nicht K.O. geht oder ähnliches. Genau. Jo, mal schauen. Dann auf eine gute zweite Halbzeit. Zu die Bestechung. Ja dann! Ja dann! Foul play it is. This is a big game, Bob. How do you feel about being at such an important match? Ach, jetzt. Lass doch mein Fleischkolben stehen. Dann ist. Ja, eine Lücke ist doch noch nicht, weil der Fleischkolben liegen geblieben ist. Muss man immer noch über die Tackle Zone der daneben liegenden. Mich wundert es ein bisschen, dass du mein Fleischkolben angehst, wo du doch meintest, ich die Mitte wüsste nicht. Schauen wir, was passiert. This player likes to be well assisted in a fight. Und es hat den Vorteil, dass man nicht so einfach assistieren kann, diese komplette durchgehende Linie. Weil ein assistierender Spieler immer in einer weiteren Tackle Zone ist und dann nicht assistieren darf. Zumindest das habe ich damit erreicht. Mit der Aufstellung. Spielst du jetzt für die Starspielerpunkte, ja? Bist du hin und her passen? So geht die Welt zugrunde. So hast du also deine Stufe 4 Helden hier, Hannibal Barkas, erreicht. Ja gut, Hannibal Barkas, der ist fast nur durch Verletzung, vielleicht noch ein, zwei Touchdowns, aber das und, meiste sind... Und Narsis. Böse, durch Verletzung? Böse Verletzung. Ja. Der ist ein Tier, der ist ein Tier. Der ist doch ein Werfer, wie kommt denn der dazu, Leute zu verletzen? Nee, der ist ein Blitzer. Der ist ein Werfer bei mir. Moment, Entschuldigung. Der Werfer, Entschuldigung. Ja. Hannibal Barkas, ja, der ist ganz. Nee, das war eigentlich Passspiel und Touchdowns. Nee, der Napoleon Bonaparte, der ist durch Verletzung. Das ist eigentlich. Ja, mein, der ist Level 3. Ja, das ist mein Starspieler. Ja, okay. Ja, aber von der Bewertung, von den Punkten, das ist eher hier der Hannibal. Aber der hat wahrscheinlich die Touchdowns gemacht, ne? Dann leveln die halt relativ schnell. Ja. Aber das Ding ist halt, Napoleon Bonaparte, der hat zweimal ein Double auf sein Level up. Einmal ein normales und einmal eine Doppel-6. Das ist extrem wertvoll. Aber er ist auch so, das ist auch derjenige, der meinen Teamwert so nach oben. Ich weiß nicht, jagt. Was ein Double-Level-Up bedeutet, ehrlich gesagt, in dem Fall. Ja, du hast, wenn du Level hast, up hast, dann kannst du ja würfeln. Ja. Wenn du irgendeine Zahl außer deinem Double würfelst, kannst du nur die Fähigkeiten nehmen, die er aus natürlicher Weise lernen kann. Mhm. Also zum für Fänger und so ist das Geschick zum Beispiel und für die meisten ist das die normalen Fähigkeiten. Und wenn du ein Double würfelst, kannst du eine Fähigkeit aus einer anderen Kategorie nehmen. Was dann aber auch teurer ist für den Spielerwert. Ah, okay. Und umgekehrt, wenn du eine Doppel-6 würfelst, kannst du noch zusätzlich ein Stärke-Upgrade geben. Ah, schon, das war der Einzige, der eine 4er Stärke bei dir hat. Ja. Das habe ich gesehen.
Puh, wie gehe ich denn da jetzt ran? Probieren wir es mal hier drüben erstmal. Ach nee. Das will ich nicht haben. Ja, jetzt kannst du meinen mit runterreißen, ich weiß. Ich wollte dich nicht nur wegschieben. Das wäre ja blöd gewesen. Ach nee. Dammit. Ach, dammit. Und meiner ist auch noch gelähmt. Ah, nicht gut. Nicht gut. Meine Verteidigungslinie hat sich ein bisschen verschoben. Aber ich glaube, zum großen Teil steht sie sogar noch. Oh, dammit. Oh, dammit. Ja. Oh, du läufst weiter. Okay. Achso, gehst wieder fürs Passspiel. Dammit. Nein. Ich sag ganz oft dammit. Sachen passieren, die mir nicht gefallen. Ich sehe das Passspiel kommen. Da muss man ein großes Elan machen dazwischen. Wobei der wahrscheinlich nicht der geeignete dafür ist. Das hängt auch am Geschick ab, ne? Wie gut den man abfangen kann. Oder? Good play. Placing the ball in a safer, possibly faster pair of hands. Or claws. Ja, oder man fängt halt einfach gar nicht ab und rennt sonst wohin. Es war aber auch kein Pass, es war nur eine Übergabe, ja. Ja. Da muss nur der Werfer oder der Empfänger würfeln. Einer, muss nur einer von der beiden. Der Empfänger. Einer von beiden würfeln, dass es halten kann. Sonst müssen beide. Jetzt hast du halt hier deine Würfe zurückbekommen. Jetzt hast du wieder deine Würfe zurückbekommen. Ich vermute, das Spiel wird mit wenig Starspielerpunkten auf meiner Seite ausgehen, ehrlich gesagt. Mit dem guten Ausweichen und der Geschwindigkeit fällt es mir sehr schwer mitzuhalten. Ah, da war ein Fänger dabei. Okay. Wird's mal quer gespielt, oder was? Boah, einfach mal, dass man noch einen auf Reserve hat. Ja, das sind noch Optionen, sich für die Zukunft offen hält. Jetzt halt sie doch mal wieder fest! Chris Kiefer, du hast das vorhin schon hingekriegt. Ach, Mensch. Kevin Krumm und Chris Kiefer verstehen sich da irgendwie nicht. Und kriegen Albrecht von Wallenständig gehalten. Das ist ja ungünstig. So, da will ich nicht aufstehen. Bewegen wir uns erstmal. In der Hoffnung, dass wir hier noch was ausrichten können. Bevor der nächste Touchdown passiert. Ja, das war, glaube ich, keine gute Idee. Fällt mir gerade so auf. Jetzt habe ich dich in Attack Range gebracht dort. Nur ein bisschen mehr für die Knockdowns gehen, glaube ich. Dann nehme ich halt auch mal Einwürfe-Aktionen. Sonst werde ich hier einfach nur runtergespielt. Ah, ist natürlich die Mitte frei. Ja, stimmt. Jetzt ist natürlich die Mitte frei.
Vielleicht stelle ich mich ein bisschen zu auf Sicherheit am Anfang auf. Und verteile dadurch meine Kraft ein bisschen zu sehr. Aua. Aua, aua. Bedeutet aber zumindest, dass der sich nicht bewegen kann. Jetzt wird mein Wölfchen aus dem Weg geschubst und dann wird wahrscheinlich durchgelaufen. Nicht? Sigi Stahlblick müsste es gewesen sein. Jo. Hat er den Gegner wieder einen Wiederholungswurf gekostet? Ja, da wird weggekickt. Kann ich sehen? Ah, so weit kannst du laufen. Du könntest mit zwei. Aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich die Wiederholungswürfe weg habe. Ja, du kannst nur einen pro Runde einsetzen, ja. Ah, ich lass mich da zu sehr überlaufen, glaube ich. Würfelt 6 plus 1. Ah, Mensch. Puh. Puh, puh, puh. Ja, mit dir komme ich gar nicht bis dahin, wa? Ich glaube, ich muss es versuchen. Keine Rigo. Okay. Weil bei, das sind Einzelgänger, da hast du eine 50% Chance, dass der Rigo klappt. Ja, nicht ein 50% auf 50%, I guess. Och ja. Nee. Das ist jetzt nicht nett. Wow, was soll ich denn damit machen? Aber ja, ich hab. Stimmt. Hier die Einzelgänger. Ah, aber hat jetzt geklappt. Aber ich hatte jetzt Angst, dass du da jetzt deine Reroll einfach. Nee, das mit dem Einzelgänger wusste ich sogar in dem Fall. Aber ich wollte halt noch versuchen, den Ball zu stoppen. Und sonderlich anders wäre das nicht gegangen. Denke ich. Deswegen war das in dem Fall Absicht sogar. Puh. Mal sehen, ob ich noch dazu komme, zurückzulaufen, sinnvoll. Na, zumindest musst du jetzt nochmal würfeln, ob du den Ball aufgehoben kriegst, wenn du den Touchdown machen willst. Und aufs Ausweichen würfeln. Aber beides bei dir relativ sichere Würfe. Das ist natürlich schade, ey. Komm nicht dazu, mich durchzuprügeln so richtig. Und der hat natürlich ausweichen. Ach, dammit. Oh, der kann schräg auch in die Crowd gehen? Ich dachte, dann schiebt man auf jeden Fall. Ja, aber es funktioniert nur, weil ich da mit meinem Finger stehe. Oh, wenn ich jetzt da niemand gehabt hätte, dann wäre er da auf jeden Fall. Das habe ich nicht einkalkuliert, weil ich dachte, es geht dann auf jeden Fall, wenn es schräg ist, noch aufs Feld. Damit. Ja, gut. Damit habe ich einen K.O. geschlagenen Werwolf wieder mal. Der kommt, glaube ich, nicht nochmal wieder. Ist natürlich bitter. Stimmt, du kannst auch blitzen und dann das einsammeln. Ist
die andere Option. Ich weiß gar nicht, was wahrscheinlicher ist. Ob du den weg... Ja, auf jeden Fall kriegst du mir geblitzt. Aber du hast nicht geblitzt. Nee, hab ich nicht. Na, du möchtest noch ein bisschen Zeit rausschinden, damit ich nicht die zur Chance komme, eventuell doch noch einen Punkt zu machen. So, so. Wobei der Punkt dann ja immer noch nur ein Anschlusspunkt wäre. Hoffentlich fällt dir das irgendwann nicht auf die Füße, ja. Eigentlich mit dem den Punkt machen für das Level Up. Oder das. Da haben die 66% funktioniert. Ach Mensch. Aber dein Werwolf kommt wieder. So weit bin ich noch gar nicht. Ich muss mal Escape drücken vielleicht. Ah, beide sogar kommen wieder. Die K.O. waren. Damit müsste ich jetzt wieder, genau, vollständig auf dem Feld sein. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Und wieder ein Wiederholungswurf. Ich glaube, ich habe aber auch mal... Oh, der ging so raus. Ah, das auch noch. Ich glaube, ich habe irgendwie Assistenztrainer oder sowas schon. So. Das kann ich ja jedem das geben, ne? Ja. Aber ich würde schon gerne jemanden haben, der laufen kann. Ich hätte gerne den Schiedsrichter-Goblin in meinem Team, der wäre super. Der wäre super. So. Machen wir mal. Versuchen wir das mal auf eine andere Art und Weise. Ja, ich hab's immer noch nicht umgestellt, ich Idiot. Das ist natürlich jetzt für dich eine super Voraussetzung. Ja, ich versuche jetzt mal, glaube ich, aktiv den Ball bei meinen Big Guys zu halten. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Option. Sehr gut, dass ich deinen Blocker genommen habe. Und die ersten Punkte sind da. Das sind zuerst mal meine Starspielerpunkte hier. Von Xardas. Wer kennt die nicht? Der hat da erstmal böse Magie angewandt, jemanden verletzt. So. Ihr dürft euch mal mit denen beschäftigen, würde ich sagen. Man muss halt schon sagen, ich habe jetzt halt nur... Ich kann mich besser prügeln als du, weil ich schon Level-Ups habe. Ja, wenn wir jetzt beide TV-1000er-Teams hätten, würde ich alt gegen dich aussehen. Ja, durch die Stärke hätte ich einen Vorteil, ne? Ja. Und ich habe jetzt halt schon auf einen Haufen Block und kann so mit mir riskieren als du. Ja, wie gesagt, ich versuch's mal ein bisschen anders anzugehen. Ja, dass ich hier unterlegen bin, steht außer Frage, aber... Ich muss ja trotzdem versuchen, irgendwie dagegen anzugehen. Nee, ich finde, du machst das bisher gar nicht so unglaublich schlecht. Ein bisschen Glück hatte ich auch dabei. Ein paar doch relativ wahrscheinliche Würfelwürfe sind ja bei dir auch schief gegangen. Also auf die hier einzuprügeln... Ja, kurz für die Zuschauer vielleicht, die haben einen Rüstungswert von 9, also schon relativ wahrscheinlich, dass deren Rüstung durchbrochen wird, sprich die Verletzungswürfe würfeln müssen. Und sie haben noch zusätzlich... What the fuck? Oh, sehr gut. Aber er kommt wieder. Das war Regeneration in Aktion. Ich wollte eigentlich gerade sagen, und die haben noch Robust, wodurch es schwerer ist, sie zu verletzen. Vor allem K.O. zu schlagen. Ja, genau. Du hast Verletzung nicht unbedingt, stimmt. Aber das K.O. ist unwahrscheinlich. Genau, dass sie einfach rausfliegen, weil sie ausgenockt sind. Also ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass ich sich totschlage, als K.O. rausstelle. Ein Wurf von 8 oder 9 auf Verletzungsskala wird nach Abbrechen von Medikamenten als gelähmt anstelle von K.O. gewertet. Ich weiß nicht genau, wie die Skala ist, aber es sind zwei
6er-Würfel auf jeden Fall, die gewürfelt werden. Sprich, es geht nur bis 12. Und ich glaube, 2 Sechsen bei Verletzung ist tot. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, mit den Zombies darf sich gerne prügeln. Dafür sind die da. Kalle Knochenmark. Aber ich sag jetzt mal eben, die Zombies, die sind eh nur da, um im Weg rumzustehen oder Unterstützung zu geben. Ja. Und das kann auch. Dein Team wird ja immer auf 11 Spieler hochgemacht. Wenn immer? Du jetzt nicht genug Spieler hast. Sicher? Ich dachte, man spielt in Unterzahl. Ja, so jetzt in dem Spiel schon, aber wenn du hast jetzt einen Teamspieler tot, das heißt, der ist weg. Du hast jetzt in Zukunft nur noch 10 Spieler. Mhm. Das heißt, du bekommst einen Zombie-Söldner im nächsten Spiel. Ah, okay. Und der hat dann aber einfach die Fähigkeit Einzelgänger. Das heißt, wieder mit den Rerolls musst du aufpassen, wenn du mit dem was machst. Aber eben nicht meine Zombies, die stellst du eh nur im Weg. Mhm. Und dann die vorderste Linie. Ja, ich wusste nicht, dass man immer auf 11 aufgefüllt wird. Dass, Na, doch, du musst immer zu Beginn eines Spiels, hast du 11 Spieler. Okay. Und da wird die günstigste Spielfigur wird dir dann einfach gegeben. Ja, also in deinem Fall ein Zombie. Als Söldner heißt so wie unser Starspieler hier nur ohne Fähigkeiten. Ja, genau. Also komplett ohne Fähigkeiten und mit dem Basis. Also einfach genau wie deine Zombies, einfach ohne. Also nein, noch mit dem Einzelgänger-Perk. Ja, genau. Also das ist ja in dem Fall ein cooler Nachteil. Ich blende es mir hier mal ein. Ich hoffe gerade über unserem Starspieler drüber. Aber eben die stellst du dann meistens in die Line rein, dass man da drauf muss. Die sind eigentlich zum Draufhauen da. Der Gegner, bei dem ist es egal, wenn der stirbt, weil du behältst den eh nicht. Wie macht man das jetzt hier? Natürlich wenige zum Angreifen, weil ich mich zurückgezogen habe, logisch. Bin mir noch nicht so sicher, wie ich das hier machen will. Nee, nicht abspielen bitte, danke. Nicht abspielen. Abspielen, nein, nein, das ist nicht eure Aufgabe, Leute. Ihr seid keine Abspieler. So, ich ziehe gerade wieder ein bisschen meine Aufstellung auseinander. Aber ich habe noch keine gute Idee, wie ich durch die doch sehr massive Elfenabwehr komme. Wo ich natürlich nicht weggeschubst werden, weil ich dann die anderen zwei nicht mehr binden kann oder zumindest ist es ein Risiko, sie zu benutzen. Nö, das war. Ich hätte es auch getan. Fand ich vollkommen richtig von dir. Ja, das. Ich versuche noch ein bisschen meine Gedankengänge zu erklären. Zum Lernen gewesen, dass hier irgendwo ein Turm steht. Das ist ein bisschen blöd. Der dürfte ihn nicht einfach angreifen können. Die haben halt. Ich habe halt 3-4er Stärke. Das ist schon ganz nett. Und ich zwinge dich zumindest zu einem einzelnen Wurf mal. Was mir zumindest einen Wiederholungswurf. Oder dir einen Wiederholungswurf rausgeleiert hat. Ach, David. So ein Fleischgulle mit abrollen wäre schon super. Aber eben für das brauchtest du ein Doppel beim Level Up. Ja. Und dann gibst du ihm zuerst Block. Nee, Block meine ich, haben sie von Anfang an. Nee, haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Nee. Ja, eben, dann willst du den Double haben. Stimmt für schon. Den Block. Aber, ne, durch das Standfest bleiben sie meist in der Nähe vom Gegner und wenn sie abrollen hätten, könnten sie danach wieder draufhauen. Dann können sie einfach häufiger zuhauen. Aber Block reduziert halt die Option, dass es einen Turnover gibt, wenn man sie benutzt.
likes to be well assisted in a fight. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn sie genockdownt werden, ob ich sie nicht dann doch wegschieben lassen will. Nee, nee. Weil jetzt siehst du, ich habe jetzt da zwei Spieler, die ich nicht bewegen kann, die an ihm dran sind. Das heißt, du stellst die nächste Runde wieder ja, auf, stimmt. Und die sind wieder gebunden. Stimmt. Ich habe jetzt gerade überlegt, dass er mehr Richtung Ballträger geschoben werden würde, ja. Und da willst du ja theoretisch eigentlich hin. Nee, also ich hätte den auch da liegen lassen. Ich sag jetzt mal, so in 80-90% der Fälle ist das genau das Richtige, ihn da stehen zu lassen. Weil ich muss schon viele Spiele aufwenden, um dem niederzuringen. Das heißt, da stehen danach auch wieder viele. Nee, ich will nicht so weit laufen. Wen haben wir hier? Oh. Du bist doch ein gutes Ziel. Würde ich sagen. Ich komme halt hier nicht so einfach durch. Jetzt müssen wir mal mit unorthodoxen Mitteln greifen, glaube ich. Wir müssen jetzt mal mit einem Ghoul. Kevin Krumm. Oh, dammit. Oh, dammit. Gut, jetzt ist der Punkt da. Ich muss jetzt entscheiden, nehme ich Ringen oder nicht. Wenn ich es nicht nehme, gehen mir beide zu Boden. Yeah, und wenn ich es nehme, geht eine Runde weiter. Ach so, wenn ich das ausgewählt hätte. Ah, du musst dann keinen Verletzungswurf, gehst kein Verletzungsrisiko ein. Stimmt. Ja, ich hätte wahrscheinlich das Ring genommen, weil ich nicht will, dass mein Spieler verletzt wird. Aber eben, wenn ich es nicht genommen hätte, wäre aber deine Runde dafür dabei gewesen. Ja, genau. Ich muss einfach eine Verletzung dafür riskieren. Das ist eben, das sind so die Abwägungen, die man machen muss beim Ringen. Bin mir nicht so richtig sicher, wo ich hier hinlaufen will. Das hilft nicht. The players arrive to assist their teammate. Oh. Nein, mit dem bin ich schon gelaufen. Oh Gott, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Vollidiot. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich hinlaufen will, dann gehe ich meine Gruppe. Moment, das ist nicht ganz so nah stehen. Nein, nicht spielen. Gucken wir mal. Mir läuft ein bisschen die Zeit davon, das ist mir bewusst. Aber ich kriege den Leute einfach nicht vom Platz runter. Ist die Assist gonna be enough to come out on top? Und das war eigentlich so ein bisschen meine Strategie, dass ich zumindest zwei, drei Spiele Vorteil habe und dann mal irgendwo durchlaufen kann, aber... Puh. Ganz schön schwieriges Unterfangen. Dabei habe ich mir noch extra einen Starspieler geholt, der doch... Moment, dem nimmt nämlich die Blitzen. Oh nein. Och nö. Och nö. Eben, das ist jetzt das etwas vom Unwahrscheinlichsten, was passieren kann auf einem Golem. Die 10 gewürfelt, dass er K.O. geht, ey. Das ist... Ach, Mann. Was eine Gemeinheit. Es werden noch ein paar Punkte eingesammelt, für den Fall, dass sie sich verletzen. Das ist so wenig passiert. Okay. Marco Mader hat es vom Feld gerissen. Oder von Füßen, nicht vom Feld. Hey, lass Gerd Glöckner stehen. Schweinerei hier. Da ist halt nur ein verletzten Spieler, ey. Sonst ist niemand ausgefallen. Schweinerei. Beziehungsweise bei einer war mal K.O. und ist wiedergekommen. Schweinerei.
Ich glaube, ich gewinne nicht, wenn ich das mit denen mache. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. The attacker has an assist. Nee, ich will nicht ausweichen. Es ist zu risikobehaftet. Ja. Ah, oh, hast du aber noch. Dein Apotheker hat sich bezahlt gemacht in dem Fall. Der hat sich bezahlt gemacht. So, jetzt die Frage. Aber das Ding ist, wir haben jetzt eigentlich dreimal eine Verletzung gehabt. Mhm. Nee, viermal eine Verletzung gehabt und drei von diesen vier Verletzungen waren tot. Und das ist so gegen die Wahrscheinlichkeit, das ist... Ja, wir hatten drei... Das ist fast schon lächerlich. Drei Fast-Tode in dem Spiel ist doch sehr unwahrscheinlich, das ist korrekt. Ja, was, deine Jungs sind eh schon tot, die sind echt... Hey, ja. Aber du hast dir nochmal den Kopf abgeschlagen, das ist schon noch ein bisschen dreister hier. Och nee. Und er stolpert, der Fleischgolem. Oh nee. Ärgerlich. So, dann schauen wir mal, ob ich die theoretische Möglichkeit habe, noch auf einen Touchdown. Ich auf jeden Fall nicht mehr. Da mein Läufer jetzt platt ist. Jetzt ist die Frage, wie hebe ich den auf? Ja, der liegt einfach offen rum. Den kannst du doch relativ entspannt aufheben. Ist 17% abfangen? Ja. Probieren kann man's ja. Nope. Aber er kriegt nicht gefangen. Zumindest das nicht. Jetzt, dammit. Dann machst du noch eine Übergabe. Man kann auf einmal passen und einmal übergeben pro Zug, stimmt? Genau. Und dann kannst du jetzt ins Ziel laufen. Ja, damit ist der Touchdown noch drin. Schade. Ja. Und darum, das ist so eine Taktik bei deinem zweitletzten Zug, noch einen Touchdown-Reichweite stellen, falls du die Chance bekommst, den Ball abzujagen. Ich habe halt auch versucht, noch die Chance zu ergreifen, irgendwie nächste Runde dann den Touchdown zu machen, aber nicht erreicht. Ah, da kommt auch mein Golem zumindest wieder. Und ich darf noch einmal auf dich einprügeln. So ziemlich, das war's dann. They're short of one player. That's a gap that can be filled. They kick the ball to the opponent. Einmal auf dich einprügeln, Darby, noch. Hey, lass die mal in Prügelreichweite. Was wird denn das hier? Ich stell sie aus der Prügelreichweite. Schweinerei. Einfach die Leute wegnehmen. Ich vermute, ich werde mich an den dreien hier vorne schon gut abarbeiten können. Habt ihr ja drei Spielkameraden vor. Ja, das musst du ja, das sind ja die Regeln. Also du musst mindestens drei muss man stehen lassen. Ich glaube, den Rest brauche ich nicht stellen, so wirklich. Ja, ich dachte schon, jetzt fängt der Zombie den. Das wäre aber bitter gewesen, nachdem wir am Anfang die ganze Zeit die Bälle nicht aufgehoben gekriegt haben. Moment. Ach, ich hab's wieder nicht getauscht. Ich bin aber auch kein schlaues Kerlchen. Sehr schön.
Jetzt mal unsere Krallen noch mal ein bisschen ein. Ich will keinen Double Down, das wäre blöd. Machen wir doch noch was anderes mit dem. Wir haben doch noch was bekommen am Anfang der. Gucken wir doch mal. Bitte nichts Schlimmes. Bitte nichts Schlimmes. Keine Auswirkung. Aber er hat dich gesehen. Ja, aber ich habe eine Bestechung. Das war ja das. Schweinegeil. Deswegen habe ich es ja gemacht. Ein Dreierwurf. Ach komm schon. Nee, das ist doch gut. Du kannst da. Ja, ich kann den nehmen, aber. Finde ich trotzdem nicht so gut. Doch mal ein K.O. Jetzt könntest du noch versuchen, mit dem Ghoul einen Pass zu werfen. Auf dem Verfluchten oder so, um noch eine MVP, also eine SSP abzugrasen. Stimmt. Ich meine, es passiert nichts, wenn er nicht fängt, aber es ist cool, wenn du schon mal. Bisschen nah rangehen. Nope. Fängt. Oh Gott, wo ging der denn? Ja, nee. Ich schenk dem Ghoul eine Brille. Also. Bälle in meiner Hand und in meiner Hand behalten war diese in diesem Match nicht drin. Obwohl das eigentlich, zumindest die Werwölfe und Ghoul eigentlich zumindest durchschnittlich können. Oh. Und man darf nicht Wiederholungswürfe machen, wenn man hier die Goldbelohnung bekommen hat. Nur wenn du gewonnen hast. Ah, ich habe nämlich eine 1 gewürfelt. Und du hast jetzt Pech, dass dein Toter den MVP bekommen hat. Das ist ja doppelfies. War von MVP gibt es noch extra Punkte. 5, I guess. Ja. Sonst hatte ich ja keine. Ach, das ist ja hier alles. Alles unbefriedigend. Ja, also, genau. Mein Tote kriegt 5 und dann haben wir noch 2 Verletzungen erzeugt. Und Tulsa Doom war auch der, glaube ich, eingekaufter. Ich glaube, sonst habe ich alle nämlich benannt. Also nur Xardas hat 2 Punkte bekommen, die Runde. Das ist ja nicht so toll. Das ist ja nicht so toll. Moment. Gut, dann danke ich dir erstmal für das Match. Ich danke dir. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht, trotz allem. War ein bisschen frustrierend, das kannst du dir sicher vorstellen, aber. Ja, verstehe ich. Naja. Verstehe ich völlig. Das war ein bisschen zu erwarten. Also, ich bin schon dabei reingegangen, dass ich das wahrscheinlich verlieren werde, zumal ja mit dem Agilität und Geschwindigkeit der Elfen mitzuhalten, ist ein bisschen schwierig, sobald man ein bisschen langsameres Team ist. Ja, das ist definitiv so.